Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. So, weiter geht's heute mit der Quest Klar Schiff. Wir müssen mit Iris reden. Wenn es euch da ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir am Ende dieser Folge ein Like da lasst. Darf man von Gräbern Fotos machen? Warum nicht? Ein Kommentar oder auch ein Abo, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, wie es mit der Hauptquest weitergeht. Hat ja versprochen, dass wir heute in der Folge mit der Hauptquest weitermachen. Mal schauen, wie weit wir denn kommen heute. So, 48 Meter. Okay, sprechen wir mit Iris. Geht's bald los? Okay, wenn du fortfährst, kannst du fürs Erste nicht mehr umkehren. Bist du sicher? Ja, machen wir doch. Kommt, fahren wir endlich. Los, ich hoffe mal, dass der Tank noch reicht. Auf geht's! Anschnallen, Leute. Anschnallen, bitte. Der fährt einen scharfen Zahn. In Anführungsstrichen. Getankt haben wir natürlich wieder nicht. 5 Kilometer. Hoffentlich schaffen wir das bis dahin. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Nicht Gewissen. Gefühl, dass wir das nicht schaffen werden. Der Regalia erinnert mich an Insomnia. Stimmt. Er sieht anders aus als die Autos hier. Und er ist so geräumig. Wer hätte gedacht, dass ich neben 3 Jungs und einem Gladio da auch noch reinpasse? Normale Autos sind viel enger. Hab noch nie in einem gesessen. Unser Wagen war mit dem Gepäck schon voll. Ein Glück konnte ich bei euch mitfahren. Anhänger ranhängen, Mensch. Ob die anderen es sicher nach keinem geschafft haben? Ja, wenn unterwegs nichts passiert ist. So. Immer noch 4 Kilometer. Wo ist denn das überhaupt? Da schauen wir doch gleich mal. Können wir denn auf die Karte schauen? Nee. Seht mal, da drüben. Das ist ganz bestimmt der berühmte Ravatoga. Was? Glaube ich. Was für ein Ding? Glaubst du? Ich glaub dir sofort. Jared hat mir eine Menge beigebracht. Ignis, danke fürs Fahren. Gerne. Hat außer dir keiner einen Führerschein? Ich schon. Ich auch. Die beiden könnten fahren, sollten es aber nicht. Ignis ist der beste Fahrer von uns. Fahren die anderen so schlecht? Überhaupt nicht. Stimmt's? Ja. Aber Gladio ist es lieber, wenn Ignis fährt, solange du mit uns im Auto sitzt. Willst du dich nicht ausruhen? Nein, danke. Ist sicher unbequem in der Mitte. Prompto, tausch doch mit ihr. Nein, wirklich. Ich mag den Platz. Sag, wenn du müde bist. Hier, die flirten schon wieder. So, 2 Kilometer noch. Geht's doch mit dem Tank? Okay. Aber ich glaube, es gab ja die Option, falls wir wirklich stehen bleiben sollten. Seht mal, Leute! Ausgerechnet jetzt. Noch so eine Basis. Halten wir an. Nocked! Keine Sorge. Wir packen das. Rachefeldzug. Die Warholi-Basis infiltrieren. Okay. Altlist-Hallung. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht, gell? Aber ich werde jetzt erstmal übernachten, wenn es geht. Willst du sie stürmen, Noct? Das sind wir Jared schuldig. Ja, und Talcott auch. Wenn es bald wieder nachts wird. Warte hier auf uns. Aber erst tanke die Huddel voll hier. Können wir tanken? Gruppe verlassen, was? Wie bitte? Vorsichtig, Noct. Ich muss die Umgebung erst noch analysieren. Ja, ich will jetzt eigentlich tanken. Wir sollten uns der Basis nähern und einen Plan ausarbeiten. Ja.
Tanken. Warte mal. Oh. Tanken. Wir tanken erstmal voll. Okay, ich muss sagen, natürlich kommt er nicht weit. Aber dafür ist es auch ziemlich billig, das voll zu tanken. Das ist ja gar nichts. 5 Gil oder was das sind da. So. Wir schlafen aber erstmal. Übernachten, was kostet der Spaß? Oh, neue Gesichter. Weit gereist? Dann ruht euch bei uns aus. Naja, machen wir noch mal. Ab ins Bett. Wir sind doch bestimmt eh schon alle müde. Wir haben Level gemacht, okay. Mei, diese Fotospeicherei, gibt es denn hier eine Funktion, dass man alles speichert automatisch? Ansehen, speichern. Okay. So, okay. Jetzt würde ich sagen... Können wir mit dem Auto hinfahren? Kein Bock, so weit zu Fuß zu gehen. Einsteigen. Und wir fahren automatisches Fahren. Rachefeldzug. Da fahren wir doch jetzt mal hin. Mal schauen, ob ich meine Waffen nicht tun kann. Aber ich glaube, ich brauche die Materialien dann noch. Wahrscheinlich eher als Versorgungspunkt gedacht. Wir sollten ihn zerstören. Sieht so aus wie die letzte. Von außen vielleicht. Vermutlich sind sie besser vorbereitet als beim letzten Mal. Na, wunderbar. Packt ihr denn? Weiter geht's. Nun, sie ist ganz alleine. Keine Sorge, sie ist eine Amicitia. Okay, Rachefeldzug. So, schauen wir mal, rein können. Hier ein Riesenschiff hier, auf jeden Fall. Iris ist aber keine begeisterte Kämpferin, oder? So, wie kommen wir denn da rein? Blöde Frage. Wir sollten uns nicht mehr Zeit als nötig lassen. Müssen wir reinkommen, oder? Ja, ich denke mal, das wird unten hinten drin sein. In der riesen Halle da. Okay, da sind so komische Dinger wieder. Der Plan. Frontalangriff. Also dann. Na gut, ich umgehe sie und greife von hinten an. Schaut euch den an! Bam, 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 komm. Okay. Wir müssen hier irgendwie rein. Das ist Tor verschlossen. Hier kommen wir nicht rein. Okay, da müssen wir rum. Denke ich mir mal. Oh. Noch welche? Nee, oder?
Hier räum ich auf. Warum prompt, was ist denn schon wieder los mit dem? Ja. Heiltrank, prompt. Bin dran, Kinderleicht. Aber erstmal die scheiß Soldaten hier weg. Das war jetzt klar, oder? Hat sich ganz schön hingezogen. Heiltrank. Okay, können wir keinen auswählen. So, gehen wir weiter. Da sind wir eh gleich da. 60 Mitte noch. Hoch da, los. Go, go, go. Ist das lässig? Klappe, Monster! So, wir geben jetzt mal Punkt und Heiltrank, wenn es denn geht. Geht wieder nicht. Warum geht denn das nicht? Und noch ein Sieg. Der Kampf war einseitig. Ja, Gott sei Dank. So, können wir hier oben was machen? Okay, Zwischensequenz. Also, wie lautet der Plan? Wir nehmen den Brigadegeneral als Geisel. Die Zahl ihrer MI ist unbegrenzt. Und Maschinen verraten uns keine Informationen. Zunächst teilen wir uns auf. Prompto und Gladio lenken den Feind ab. Kein Problem. Im Leute irritieren bin ich gut. Noct, bist du bereit? Ja. Operation Geiseldrama läuft. Um die Rache für den Mord an Jared zu nehmen, beschließen Noctis und seine Freunde, die Valerie-Basis zu stürmen. Okay, stürmen wir das doch mal. Das wird ein Nachspiel haben. Dieser Hanea ist nicht zu erreichen. Zu all dem Ärger. Ihr Fehlverhalten stellt mich in einem ganz schlechten Licht dar. Wir müssen ihn überwältigen. Folgen wir ihm. Ich gebe dir das Signal zum Handeln. Lass dich nicht von ihm entdecken. Folge Kali im sicheren Abstand. Wenn du entdeckt wirst, scheitert die Operation. Okay. Ja, wo muss ich jetzt lang, Mensch? Hier lang, oder was? Muss ich jetzt von der anderen Seite ran, oder was? Was ist los, Noct? Lass uns weitergehen. Ah, okay. Ja, super, wir werden da vorbeikommen. Muss ich hier entlang, oder was? Was führt Kanzler Isunia nur im Schilde? Ob er mich etwa von Commodore Highwind bespitzeln lässt? Okay, ich musste seitlich anscheinend mit ihm mit. Kann ich ihn ausschalten? Warp ausschalten?
weiter. Wo sind die anderen? Warum kommt der nicht mit? Wir verlieren ihn aus den... Überall schickt er mir diese verdammte Söldnerbraut auf den Hals. Er vertraut ihr auf menschlicher Ebene, sagt er. Und das von dem Mann, der sein Vertrauen in Magitek-Soldaten setzt. Ich weiß nicht, wie weit ich dem folgen muss. Wenn wir hier mal stehen. Ich gebe zu, dass mein Temperament mit mir in Lestalung geht. Okay, der Tür. Hey, wer ist da? Die Lage ist aussichtslos. Oh, was denn das? Mensch, Mann. Bin doch gar nicht nah rangegangen, Mensch. Gib es ja nicht, du. Dann machen wir gleich nochmal einen Versuch. Ich gebe zu, dass mein Temperament mit mir in Lestalum durchgegangen ist. Den Butler hätte ich nicht töten müssen. Aber das gibt dieser Aranea noch lange nicht das Recht, sich den verdammten Prinzen vor ihrem General zu schnappen. Ich weiß eben nicht, geht das von hier oben auch? Hier wäre der Punkt, da den Warp-Punkt will ich gern haben. Zu kontaktieren. Ihr bleibt alle in Bereitschaft. Wenn Commodore Highwind kommt, schickt sie zu mir. Okay, ist das alleine anscheinend? Das heißt, die könnten mir doch schnappen jetzt, oder? Nockt, pirsch dich von hinten an und überwältige ihn. Und denk dran, wir brauchen ihn lebend. Ja, ich weiß. Okay. Praktisch wie ein Warp-Angriff gewesen. Gut gemacht, Nockt. Weiter so. Bäm. Los, das war das Signal. Nockt, geh zu den anderen beiden. Ich kümmere mich um Caligo. Okay, ich mach gar nichts. Okay, sei vorsichtig. Den Rest der Gruppe stoßen. Okay, schauen wir mal. Kein Plan, wo ich hin muss. Okay, hier komme ich nicht lang. Hier!
Lassen wir es? Nee, schon okay. Los geht's. Jetzt mal im Ernst. Ich hasse dich. Boah, ey, ich mach einen Damage. Voila! Okay, das war's, oder wie? Na, bereit, die Basis niederzureißen? Okay, wir müssen jetzt hin. Den Sender zerstören. Doki. Wart ihr erfolgreich? Was soll das heißen? Wo ist der Neffe? Ich habe ihn den Meldatio-Jägern übergeben. Doch eben haben sie mich kontaktiert. Ihm ist die Flucht gelungen. Das nächste Mal kriegen wir ihn. Okay. So, Quest abgeschlossen. Mit Iris in Alt Lestalum abholen. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle den Cut und schauen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge an, wie es hier weitergeht. Ich werde schon mal nach Alt Lestalum reisen. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir dann da weiter. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.